So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zum Racecast. Es geht nach Kanada. Es war ein 50% Rennen auf euch mit Qualifier vorne in 18 Minuten. Und danach gibt es noch unser Podium und den Drive of the Day. Beim letzten Rennen waren es ja nur 3 Leute. Ja, sehr, sehr schöne Zusammenstellung da. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein bisschen F1 Racing. Ne? Und falls es euch gefällt, falls ihr die anderen Teile alle schon geguckt habt, ne? Ihr wisst direkt, wohin es geht. Daumen hoch, Kommentar, bla bla bla. Wir starten jetzt rein ins kleine Warm-up. In etwa 5 Minuten startet unser Rennen. Und wir gucken mal kurz auf die Punkte. Bis gleich. Tja, es gab nach dem letzten Rennen einiges an Reports. Da will ich jetzt aber gar nicht mit euch drüber reden, sondern zuallererst mal gucken wir uns an, was denn beim letzten Mal gelaufen ist. Ne? F1 2020 ist ein tolles Spiel, aber Baku war schon fast ein Wreckfest. Wir haben viele Leute, die nicht gestartet sind und wir hatten vor allen Dingen, wie ihr hier sehen könnt, sehr viele, die nicht angekommen sind. Ich gerade überlege, wie viele sind die DNF gegangen? Ich glaube, es waren am Ende 5 Leute von 17, also nur 12, die ankommen. Es ist schon eine hohe Ausfallrate. Heute sind wir in Kanada. Die Strecke, ja, eigentlich ein Stück weit easier. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, Wall of Champions, werde ich euch gleich im Qualifier ein bisschen was drüber erzählen. Bei den strengen Regeln, es wird brutal viele Strafen geben heute, bin ich mir ziemlich sicher. An sich ist Kanada echt eine schöne Strecke. Also, aber um nochmal über die interessanten Dinge zu reden, schaut mal bitte, das ist aktuell die Punkteaufstellung und hier ist es dementsprechend so, ja, Tea with Honey, beim letzten Mal nur 7. geworden, mächtig Punkte verloren. Elias hat seinen 2. Sieg in Folge eingefahren. Tea with Honey hatte allerdings auch ein paar Probleme mit dem Netzwerk. Ist einmal wieder reingejoint. Ne? Guckt es euch auf jeden Fall an. Baku war mordspannend. Leider für ihn echt ein bisschen unglücklich. Ja, Gerald von Riva beim letzten Mal 3. geworden. War echt ein wahnsinniges Rennen. Hier nochmal ganz kurz Überblick. Ihr hört es schon im Hintergrund. Unser Qualifying geht los. Und zwar ne, mit Schaden und mit dynamischem Wetter. Ich bin gespannt, was uns gleich erwartet. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf Racing. Viel Vergnügen mit den German Sim Racern. Mein Name ist Belair. Und ich mag Formel 1, wie wir alle hier vermutlich. Let's go. Ich würde euch echt empfehlen, falls ihr gewisse Videos dieser Serie nicht geguckt habt, ne, es ist F1 2020, die anderen Rennen davor, die waren auch spannend. Wie gesagt, ich empfehle immer noch Monaco bei Nacht, Regen, wow, geil. Aber jetzt geht's nach Kanada. Ne? Der Flug ist kurz. Und siehe da, im Qualifying, in 18 Minuten Qualifying, ist es erstmal trocken. So, das sind unsere Fahrer heute. Kann sein, dass da noch jemand dazukommt. Aktuell sind es nur 15. So, ich sehe einen Meinex, ich sehe einen Leoxu, 7000, Dr. Janesco, Karstiger Zwerg, Nono 8, Nummer 14, Elias ist auch wieder mit am Start. Warum jetzt GRL? Bin ich auch bei GSR? Okay, bei Ferrari ist schon Bewegung. Mein Ex will da oder gerade rüber. Wer ist das? Das ist mein Ex, der als erster rausfährt. Ja, dann haben wir natürlich bei Being X Raul, Gianni Gianni, Tiwipani, Osco im Alpha Tauri, Levelight im Haas, Limster auch nochmal in McLaren und Niro besetzt den 2. Renault. Ja, generell heute Tiwipani wieder Einzelkämpfer. Der gute Cookie Monster ist heute nicht da. Und ich würde sagen, wir fahren mal. Achso, ich muss eher erstmal hier die Einblendung machen. Das tut mir vorstellbar leid. Ich bin so unprofessionell gerade. Weil ich war den Nachmittag jetzt auf dem MPS und bin gerade erst zu Hause reingeflogen. So, wer ist denn das da vorne? Ist das der Nono? Das ist der Nono! Der ist auf Mediums unterwegs erstmal. Will sich wahrscheinlich erstmal in die Strecke reinfühlen. Ich würde sagen, da wird seine Zeit vielleicht nicht ganz so ausschlaggebend. Ich würde dann erstmal sagen, wir bleiben bei Meinex. Der ist nicht bei Softs unterwegs und während er seine schnelle Runde fährt, nehme ich euch gleich ein bisschen mit. Erzähle euch ein bisschen, wo die Knackpunkte sind. Ich hoffe, ich kriege das schnell genug hin. Ja, hier die. Ja, ist noch nicht die Startziel gerade. Jetzt kommt noch diese Schikane und die sogenannte Wall of Champions.
je schneller, desto näher kommt man da an die Wand ran. Und da wird es heute nicht nur Tuschierungen für das Frontflügel geben, sondern vermutlich auch Kollisionen. Da hat er ein bisschen gezuckt, als er gesehen hat, dass da jemand aus der Box kommt. Sondern da wird es vor allen Dingen dank der strengen Regelung, was die Übertretung der Streckenbegrenzung angeht, wird da auf jeden Fall einiges an Strafen zusammenkommen. Also zumindest bei dem einen oder anderen. So, Meinix ist jetzt natürlich auf seiner schnellen Runde. Ja, kurz ein bisschen quer gestanden. Aber das Auto noch weiter noch fangen können. Das mit dem Querstehen vielleicht auch so ein Ding, weil da das DRS relativ früh beginnt. Und man eigentlich noch in der Beschleunigungsphase ist. Das heißt, wenn man da voll drauf tritt, kann es sein, weil man den Flügel dann nämlich schon offen hat. Hier ein bisschen, nicht gut in die Kurve gekommen. Kann es tatsächlich sein, dass man dort einfach zu wenig Drag hat. Sprich, dann die Reifen einfach einen Spin kriegen. Also obwohl da DRS ist und man dann eigentlich gewollt ist, voll drauf zu latschen. Klappt das nicht. So, Meinix gleich mit der ersten gewerteten Zeit. Und ist erst mit einer 1.9. Gasly hat Deoxo erstmal das Able scheint irgendwo rausgefahren zu sein. Komm, wir gucken mal ins Cockpit. Das vormals drittplatziert. T-Wave fahren die direkt erstmal fast eine Sekunde schneller. Erstmal vorerst auf 1 mit einer 1.8.09. So, Dr. Janesco jetzt gerade hier im Cockpit, auch noch in seiner Outlap im McLaren. Beim letzten Mal tatsächlich Dritter geworden. Sehr stark gefahren. Und bin mal gespannt, was er jetzt aufs Tableau zu. Oh, nee, Garstiger Zwerg ist jetzt. Nein, stimmt. Oh. Ah, nee, ich habe über Pokémonster geredet. Ja, Garstiger Zwerg war jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Der gute Bad Air. Wie gesagt, ich komme gerade vom MPS. Bin ein bisschen durch. Ich glaube, wir haben trotzdem Spaß mit dem Rennen. Ich muss mich noch ein bisschen eingrooven. Ich suche hier gerade den Monster weg. Damit ich ein bisschen klarkomme. So, mal schauen. Ja, hier innen. Den Curb schön mitnehmen über die Rüberfläche. Kann man voll drüber fahren. Nummer 14. Eben McLaren schön brav beiseite gefahren. So, jetzt mal schauen. Die, also ohne Linie, die Schikane da zu fahren, finde ich übrigens immer mordschwierig. Ich bremse sonst zwar immer unter dem Übergang ab, aber ich bin meistens doch trotzdem zu schnell. Also die Kurve hier ist relativ easy zu fahren, würde ich sogar sagen. Wenn man, sobald man auf den Asphalt kommt, der andersfarbig ist, sofort in die Eisen geht, dann bremst man meistens noch schnell genug. Möchte hier kurz nochmal darauf hinweisen, Dr. Janesco fährt diese Runde gerade auf Mediums. Also. Na, wird vielleicht nicht die schnellste Zeit, aber wenn er Top 10 schafft. Und das schafft er erstmal. Und auf Medium starten darf, hat er natürlich eine geile Reifenstrategie. Denn er kann nämlich Mediums into Soft fahren. Das heißt, die Mediums so lange fahren, wie du irgendwie geht und am Ende mit den Softs aber richtig angreifen. Da geht was. Oder fährst halt Soft Hard. Geht auch. Ja, erstmal allerdings nur siebt schnellste Zeit. Gucken wir mal Gianni Nani rein. Der will gerade noch seine Runde hier beenden. Wo bleibt die Uhr stehen? Ah, 1.17. Das wird keine schnelle Zeit. Scheint da Probleme gehabt zu haben. Hier keine Verbesserung für ihn. Ist auch auf Mediums unterwegs. Scheint da wohl irgendwo mal Probleme bekommen zu haben. Lemster fällt gerade in die Box, aber mit 1.9.8.4.4 gar nicht so schlecht von ihm. Kann er relativ stolz drauf sein. So, wer ist da gerade wieder rausgefahren? Das ist das Ferrari-Squad. Gerald von Riva auf seiner Outlap. Er war beim letzten Mal im Mercedes unterwegs, weil er erst später dazugekommen ist, arbeitstechnisch. Ja, können wir mal ein bisschen über Setup reden. Kanada ist vielleicht jetzt nicht ganz so Setup-heavy wie Baku. Weil du hast zwar diese lange Gerade, aber die Strecke besteht größtenteils aus wirklich schnellen Kurven. Oder schnellen Schikanen, die du meist im dritten Gang fährst. Na, konnte ich früh wieder gerade machen. Aber ich glaube, da hat Gerald von Riva ein bisschen was von Tempo verloren. Ist aber nicht so wild. Ist dann die Outlap. Ich hoffe, dass sich die beiden Ferraris hier nicht gegenseitig blockieren. Ja, die so dicht hintereinander fahren. So, noch aktuell noch keine gewertete Zeit. Niro und Elias. Level Light auch noch auf der Outlap.
Ja, Beilagenbeate fehlt heute leider. Schade. Das heißt, es wird heute eventuell ja nur ein Zweikampf da vorne. So, Gerald von Riva jetzt mit seiner schnellen Runde. Schauen wir mal auf die Sektoren. Wie gesagt, wir haben auch ein bisschen Track Evolution. Bedeutet, je später das Qualifying, desto schneller die Zeit. Weil einfach mehr Grip auf der Strecke liegt. Also mehr mechanischer Grip. Ne? Aerodynamischen Grip erzeugt man ja ohne Ende. In F1 2020. Deswegen kann man auch prinzipiell, im Gegensatz zu 2019, mit ein bisschen weniger Flügel trotzdem ganz gut wegkommen. Und hier ist natürlich so ein bisschen der Trick, in Sektor 3 trotzdem Tempo zu kriegen. Ja, das kann man über viele Sachen machen. Beispiel ist, dass halt Reifendruck vielleicht sogar mal erhöhen. Ne? Dafür den Sturz der Reifen halt auch komplett, so ein bisschen wie in Ungarn, komplett rauf zu jagen. Das ist mit die beste Stelle zum Überholen. Ne? Hier DRS auf, lange Gerade. Und wer hier 5 km/h mehr rauszuppeln kann, der ist auf einem guten Weg, da viel zu holen. So, Wall of Champions, sehr nah ran an die Mauer gefahren, aber das sah gut aus. Gerald von Riva aktuell Zweiter und jetzt die schnellste Zeit. 1:08.892. Tiwi Fani geschlagen um 28.000stel. Aber das war ja nur seine erste Zeit. Und wir können mal eben kurz gucken. Ja, beste Rundezeit. Warte mal, Tiwi Fani ist seine beste Zeit mit Mediums gefahren. Wenn der Softreifen auflegt, ist der also eine Sekunde schneller. So, Nono 8 hat, glaube ich, gerade seine Runde erst beendet. Schade. Haben wir leider nicht gucken können. Aber aktuell Platz 4. Ich schätze mal, dass Tiwi Fani sich da noch einmal nach vorne setzen wird. Auf die 1. Aber beide Ferraris auf 2 und 3. Das ist schon nicht schlecht. Von Elias erwarte ich mir ein bisschen mehr. Der ist auch gerade auf seine Outlap gegangen. Da ist er. Und er hat aber auch gerade erst gestartet, die Runde. Da würde ich sagen, weil die relativ weit auseinander liegen, gucken wir uns zuerst die Runde von Dr. Ionescu an. Ne, der ist ja auf Softreifen unterwegs, der will definitiv jetzt angreifen. Die Mediums waren vielleicht für ihn auch nur zum Reinkommen. Was ist jetzt los? Gut, ist er jetzt langsam gefahren, macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel aus. Hauptsache er kriegt die Schikane hier vernünftig. Ja, dann ist er nicht weit an die Mauer rangefahren. Dann wird ein bisschen weniger Tempo haben. So, hier möglichst gerade ranfahren, damit die Reifen nicht blockieren. Und es beim Anders, der nicht direkt geradeaus geht. Er versucht hier weit und ja, wirklich sanft zu lenken, weit aus dem Körper rauszufahren. So, hier kann man eigentlich ganz gut räubern, ist da ein bisschen quer gekommen. So, Leoxu ist auf seiner Outlap. Blockiert er. Ja, hat er jetzt blockiert oder nicht? Aber ich glaube, ein bisschen abgelenkt hat er ihn schon. Also man sieht das ja auf der Minimap eigentlich, hätte ein bisschen früher beiseite fahren können. Das war eine blöde Stelle. Ich meine, er ist gerade ausgefahren. Aber das wird trotzdem Zeit gekostet haben. An sich sah die Runde ganz gut aus bis dahin. Aber das war bestimmt... Also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 5 Zehntel sind da bestimmt verloren gegangen. So, Herpin ist da drum. Und jetzt über die lange Gerade. Und für mich wirklich auch das schwierigste Stück an dieser Strecke. Ich bremse immer beim 100-Meter-Schild an und versuche dann möglichst früh reinzulenken, weil über den ersten orangenen Teil kann man noch ohne Probleme rüberfahren. Ah, leicht angestupst. Zeit deleted. Ah, es bleibt bei der 1:10. Ist der Flügel heile? Ja, die Zeit jetzt natürlich auch noch deleted. Also er hat nicht nur diese, sondern auch die nächste Rundenzeit leider gelöscht bekommen. Das ist furchtbar, furchtbar schade. So, Elias gerade auf seine schnelle Runde gegangen, ist aber auch schon deleted. Scheint da auch an der Wall of Champions eventuell einmal zu nah an die Mauer gegangen zu sein. Oh Mann. So, Tiwi Fani gerade wieder in die Box gefahren, scheint sich da auch. Gucken gerade mal rein. Er war auf Softreifen draußen, aber scheint da Probleme gehabt zu haben. Gut.
wegen extra Oil. Outlap. Ne, der kriegt jetzt von mir auch wieder ein bisschen Streamtime. Fährt hier im Red Bull Honda. Das ist sein Outlap. Er hat noch keine gewertete Zeit. Er muss eine Zeit bringen. Und BX Raul ist echt stark. So, wir gucken gleich aber auch nochmal. Also guck mal auf die Minimap, ob Elias draußen bleibt. Ne, fährt auch in die Box. Aber wir haben noch 6 Minuten im Qualifier. Ja, aber hier machen manchmal auch die Streckenregelungen ein bisschen Probleme. Gerade World of Champions, also wenn man die Wand berührt, wird eh mit ebenso die Zeit deleted. Okay. Da scheint es ein technisches Problem zu geben. Dr. Janesco ist noch draußen. Zeit wurde aber auch hier wieder deleted. Ah, es ist ein Graus. Es ist ein Graus. So, Nono 8 ist aber auf seiner schnellen Runde. Ah, das ist jetzt natürlich bitter für BX Roll. Scheint er heute Probleme mit dem Netzwerk zu haben. Das hat beim letzten Mal Team with Honey ereilt. Der wird bestimmt auch noch eine schnelle Zeit nachlegen. So, für Nono 8 geht es tatsächlich nochmal ums Finish. 5 Zehntel fehlen ihm auf die Pole, die aktuell Gerard van der Riva noch hält. 1:08.892. Also, bis jetzt 2 Fahrer, die 1:09 geknackt. World of Champions nicht hängen geblieben. Knackt er die Zeit? 1:08.19.053. Leichte Verbesserung. Nono 8 schiebt sich von 4 auf die 3 vor. Fährt hier geradeaus. Schnellste Zeit im letzten Sektor. Not bad. So, Niro ist gerade noch auf der Outlap. Gucken gleich mal, ob die nächste Zeit gewertet wird. War auch leicht angeditscht. Aber Zeit war eh deleted. Ja, die zählt. Die zählt. Schauen wir uns die mal an. Der Fahrer im Renault. Ja, auf jeden Fall Kämpfer auf der Strecke. Fährt nicht unter den Top 3 mit. Heute vielleicht, weil der ein oder andere fehlt, aber. Guter Mittelfeldfahrer. Oh, da ist aber gerade schon eine Endplate flöten gegangen. Wie wir gerade gesehen haben. Da fehlt auf der linken Seite, also fahrerseitig rechts, fehlt die Endplate. Das heißt, der Luftstrom hier nicht mehr optimal am Wagen lang geführt. Scheint er in Kurve. Ja, was ist das? 1, 2, 3. Ja, Kurve 4 da einmal angetischt zu sein. Schauen wir mal, ob die Zeit was kann. 1:09.385. Ja, da vorne ist eng. Da vorne ist echt eng. Also die ersten 5. Alle in einer halben Sekunde. Da fährt aber geradeaus. Sieht da keinen Nutzen drin. So, jetzt die beiden Haas-Piloten. Level Light und Nono 8. Dritter, vierter. Die haben sich komplett die zweite Reihe gekrallt. So, BMX Raoul ist nochmal auf seiner Outlap. Fährt gleich über Start und Ziel. Hoffen wir mal. Hoffen wir einfach mal, dass diese Runde auch gewertet wird. Er hat bis jetzt in den Rennen immer in den Top 5 mitgespielt. Aber das Qualifying heute für ihn problematisch. Hat, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, bis er dann wirklich aktiv die erste Zeit fahren wollte. Die ist dann leider deleted worden. Schauen wir mal, wie er durchkommt. Bis jetzt sehe ich auf jeden Fall noch keine Sektorbestzeit bei ihm. Aber eine gewertete Zeit wäre schon schön, wenn man da zum Beispiel die Gap sieht zwischen Nummer 14 und Osko, der letzte Woche erst angefangen hatte, mit Lenkrad zu fahren. Davor ist er mit Gamepad gefahren. Mal gucken, wie er sich in Kanada macht. Wird auch wahrscheinlich eine ganze Menge trainiert haben. Neues Bediensystem. In den meisten Fällen macht es dann erstmal langsamer. One of Champions. Ja, nicht geküsst. Zeit ist auf jeden Fall gültig. Wo bleibt die Uhr stehen? 1:09.
1,95, also Platz 7 aktuell für Being Extra Ul. Das ist auf jeden Fall besser als der 15. Startplatz. So, und auf dem befindet sich aktuell, wenn alles schief geht, der gute Elias. Der fährt gerade noch im Racing Point unterwegs. Top Sektor 2. Keine gewettete Zeit bis jetzt für die Gewinner der letzten beiden Rennen. Behält er diesmal die Nerven. Kommt er durch die World of Champions, ohne sie zu knutschen. Kann er die gewertete Zeit bekommen. Ansonsten wird das ein Rennen von hinten. Er kommt durch. Und jetzt über Startziel. Wo bleibt die Uhr stehen? 1,8387. Die fast. Also, besser Sektor 2, besser Sektor 3, Bestzeit. Und Gerald von Riva um eine halbe Sekunde geschlagen. Aber Team with Honey. Nee, es fährt gerade in die Box. Der wird nicht von einem starten. Es ist wieder eine Pole für Elias. Es ist wieder eine Pole für Elias. Großartige Zeit. Verweis Gerald von Riva auf den zweiten. Team with Honey auf die 3. Meinex auch nochmal auf die 4 vorgefahren. Die beiden Haas-Piloten auf 5 und 6. Also, was für ein Qualifying. Ein Feuerwerk, Leute. Da war auf jeden Fall Spannung drin, weil wenn du so spät erst deine erste Zeit fährst, es ist ja... Ich will jetzt da nicht davon sprechen, dass es schwierig ist, aber du hast halt auch Druck. Weil wenn du die Zeit dann nicht bringst, dann, ja, dann war's das. Niro auf 7, auf der 8. Being Extra Uhr. Ja, die Zeit von Garstiger Zwerg leider deleted. Kann die nicht mehr zu Ende bringen. Verbessert sich Niro nochmal. Ja! Oh mein Gott! Wait, Elias ist eine 1,79 gefahren. Was habe ich denn gerade vorgelesen? Niro fährt eine 1,0863. Was zur Hölle? T-Whip-Honey, gerade die Session schon verlassen. Auf dem vierten... hatte sich auf dem dritten Platz gewähnt. With Honey oft in der vierten, also in der zweiten Startreihe zu sehen, ist sowieso schon strange. Was eine Zeit von Niro. Sauber. Also, Kanada scheint ihm zu liegen. Es kann sein, dass sich das Wetter noch ändert, Freunde. Ne? Also, das muss jetzt nicht so bleiben. Starkes Qualifying. Also, dass am Ende nochmal solche Zeiten rausgebombt werden, können wir gerade gucken. Mit welchen Reifen wurde hier gefahren? Tea with Honey ist mit Mediums da reingefahren. Das ist schon eine starke Zeit für Mediums. Also, der wird vermutlich Medium Hard fahren. Ein Stopp. Wie gesagt, das ist ein 50% Rennen. Wenn du mit Soft-Reifen startest, musst du eigentlich zwei Stopp machen oder du hast sehr, sehr tote, harte Reifen. Da seid ihr ja schon wieder. Hab ich immer leck. Also. Das war mein Qualifier, der sich gewaschen hat. Sorry dafür den Overlay-Fail. Ich bin gespannt, ob sich die Taktik da durchsetzt. Von Tea with Honey. Er versteht etwas davon. Die letzten beiden Rennen waren vielleicht auch ein bisschen duselig. Elias ist da ganz gut mit durchgerutscht. Dr. Ionescu auf jeden Fall mega überrascht. Im letzten Rennen in Baku. Ist aber auch mit 4-1er Flügel gefahren. Also in den Kurven konnte er nicht viel rausfahren. Aber die lange Gerade war eben seine. Bin gespannt, ob die heute auch wieder so eine, Low-Flügel-Einstellungen nutzen werden, einfach aufgrund der langen Geraden anhand der DRS-Zone. Wo gibt es eigentlich noch Stellen zum Überholen? Eigentlich nur beim Fahrfehler des Vorausfahrenden. Ansonsten wird das meistens sehr, sehr schwierig. Oder eine Dive-Bomb. Wirklich eine gute Stelle zum Überholen ist eigentlich nur die Gerade vor Start und Ziel. Ja, Gegner kein DRS. Man selber DRS, eher ist alles an und nah genug dran. Vielleicht einen besseren Exit kriegen, das kann hier und da nochmal helfen. So, die Leute laden rein, das hat beim letzten Mal auch ein bisschen länger gedauert. Ja, Ferrari.
Der Ferrari von Meinix ist es, glaube ich, doch nur auf der 3. Aber wie gesagt, das kann halt alles Taktik sein. Und dass Sea with Honey so weit vorne mit Medium steht, ist auf jeden Fall gut für ihn. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, wie gesagt, er braucht dann ein Einstoppfahren. Alle anderen, die vorne mit Softs ihre Zeiten gefahren sind, ja, müssen entweder auf eine frühe Safety-Car-Phase hoffen. So Runde, ja, bis Runde 7 etwa. Das wäre dann perfekt. Auf harte Reifen switchen, durchfahren. Kann man durchaus machen. Oder man wechselt dann direkt auf Mediums und spekuliert darauf, dass es nochmal ein späteres Safety Car gibt. Ansonsten, hey, Tea with Honey kann Medium hart durchfahren und dann ganz entspannt das Rennen für sich gewinnen. Leute, es gibt jetzt die Einführungsrunde. Unser Grid steht. 15 Fahrer sind dabei. Gerald Elias auf der 1 im BWT Racing Point. Niro im Renault. Auf der 2, Gerard von Riva, der erste Ferrari-Pilot. Auf der 3, Tea with Honey, der einzige Williams-Pilot heute. Cookie Monster leider wieder nicht dabei. Ist auf der 4, aber auf Mediums ins Rennen. Dann haben wir auf der 5 den GSR Meinex, zweiter Ferrari-Pilot. Die beiden Haas-Piloten, Nono 8, Level Light, 6. 7. Platz. Beginisch Rohl auf der 8 im Red Bull. Sein Teamkollege Beilagen Beate heute leider auch nicht mit am Stissel. Dann haben wir Garstiger Zwerg, der Teammate von Elias. Autoleistung ist übrigens gleich, weil die sich jetzt gerade fragen. Oh, da gab es wohl eine kleine Kollision in der Einführungsrunde. Macht aber nichts. Garstiger Zwerg, hatte ich gerade, genau, Gianni Nani. Gibt es übrigens auch auf Twitch, könnt ihr mal reinschauen. Netter Dude. Streamt auf jeden Fall diese Rennen auch immer sonntags 18 Uhr. Ja, unbezahlte Werbung, Freunde. Der fährt den zweiten Renault. Dann haben wir Lemster auf der 11 im ersten McLaren. Dr. Ionescu auf der 12. Siehst du, ich wollte bei den Reifen gucken, ne? So, Gianni Nani auf Mediums auch. Oh, Gianni Nani auch auf Mediums in die Top 10 gefahren. Osko startet auch auf Mediums auf der 14. Loxu 7000 auf der 13. Auf soften Reifen. Nummer 14 auch auf Mediums. Warum geht denn Leoxu auf Softs raus? Spekuliert er auf ein frühes Safety Car? Weil im Normalfall nimmst du ja nicht die Reifen. Also beziehungsweise er hat ja softe Reifen, kann vielleicht ein bisschen länger damit fahren. Also ihm würde eine super frühe Safety Car Phase eher weniger helfen. Leute, ihr kommt gleich zum Start, der große Preis von Kanada in der GSR Racing League. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, würde mich freuen über ein Abo. Ja, erzählt es euren Freunden. Fahrt selber mit. Wir haben immer Platz eigentlich für Ersatzfahrer. Heute zum Beispiel auch nochmal 5 Plätze frei. Ich bin ja absolut nicht aufgeregt bei sowas. Also das letzte Rennen war unfassbar spannend, weil es sehr viel durcheinander ging. Auch ein bisschen Pech dabei. Da sind die Lampen an. Jetzt sind sie aus. Und jetzt geht es los. Elias scheint da seinen Platz behaupten zu können. Dahinter geht es direkt rabiat zur Sache. Da wird ein bisschen gedrängelt. Da möchte Gerhard von Riva an Niru vorbei und schafft es tatsächlich auch. So, jetzt hier wieder komplette Statistik erstmal durcheinander. Also. So, und da hat sich direkt einer gedreht. Oh, und Kollision. Dr. Ionescu und Nono 8 müssten das gewesen sein. Ja, nicht wundern, das Spiel dreht jetzt gerade durch. Ist in der ersten Runde immer so. Also, bei Nono 8 definitiv, der Flügel ist ganz ab. Hier gibt es kein Geflügel mehr. Der ist jetzt Vegetarier. Und bei Dr. Ionescu fehlt vorne auf jeden Fall die Endplate. Unglücklich die erste Runde. Direkt ein paar Mal gelbe Flagge hier. Und ja, für die beiden wird es auf jeden Fall jetzt ein hartes Rennen. Keine Safety-Car-Phase, keine virtuelle Safety-Car-Phase. Und ich glaube, ja, jetzt haben sich auch die Plätze hier schon wieder ein bisschen angepasst. Also, Niro ein Platz verloren, Gerald von Riva ist auch nach vorne gestürmt. Moment mal. Wir sind doch anders gestartet. Genau, Niro hat 2 Plätze vorne und Gerald von Riva eingewonnen. Tea with Honey ebenso. Ja, und für Dr. Ionescu und Nono 8 ist es erstmal schade. Da wird es bestimmt auch nochmal einen kleinen Talk über einen Report geben. Aktuell. Ja, der Rest hat sich.
Na gut, Level Light jetzt auf 6, Lampster auf 7, Garstiger Zwerg auf 8, BNX Raoul auf der 9, hat da glaube ich auch 1-2 Plätze verloren. Und Gignani auf Mediums auf der 10 gestartet, leider auch Plätze verloren. Aber Elias kann sich vorne direkt ein bisschen absetzen. Und Tio Thani muss sich halt erstmal so ein bisschen durch den Verkehr drängeln. Jetzt ist die Frage, ob er von Riva da vielleicht sogar dranbleiben kann. Aber aktuell haben wir noch kein DRS, keine Möglichkeit, sich dran zu saugen. Er kann halt sein ERS, sein Energy Recovery System ein bisschen knechten, aber das ist es dann auch schon. Von vorne wird er gleich keine Hilfe zu erwarten haben. In Runde 3 ist das DRS gleich offen. Und hier wird Hanni hier die ersten 3 Sekunden Verwarnung. Na, ich habe euch gesagt, das wird heute vielleicht das erste Problem. Tio Thani trotzdem mit der schnellsten Runde. Aber 3 Sekunden Sperre ist Warnung ist schon hart. Ist wirklich schon hart. Wer hier heute straffrei durch die letzte Schikane kommt. Angriff von Tio Thani geht ja außen rum, kann sich innen reindrängen. Aber er kommt nicht vorbei an Gerald von Riva. Muss sich da erstmal hinterklemmen. Er hat aber DRS. Ja gut, hier vor der Schikane einfach nicht genug Platz zum Dive-Bomben. Und Gerald von Riva hat auch einen guten Exit bekommen. Weil ihr seht das unten immer eingeblendet. Hier fliegen die Zeitstrafen rein wie Kamelle auf Karneval. So, aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es gerade ein Überholmanöver. Oder doch nicht? Ja, Level Light wird nämlich immer noch gelagt von Miro, den er gerade überholt hat. Oh, wo kommt denn der Lampster her? Wo kommt denn der Lampster auf einmal her? Was für ein Manöver! Und jetzt kommt Beilagenbeate auch. Sag mal, hat Miro ein technisches Problem? Kommt er jetzt nochmal innen durch? Und der Flügel sieht gut aus. Aber der wird ja hier jetzt gerade, also. Und das mit Softreifen. Was ist denn da passiert? An der World of Champions vielleicht zu zaghaft gewesen. Dadurch hat ihm der Topspeed auf der Geraden gefehlt. Also. Überholmanöver auf jeden Fall zuhauf. So, Tio Thani hat ein bisschen Boden verloren auf seinen Vordermann. Spart der ERS. Um dann weiter ranzukommen. Miro wird auf jeden Fall gerade hart durchgereicht. Ach du lieber. Ja, Elias, 3 Sekunden jetzt schon weg. Hat er so einen leichten Vorteil? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er Zeitstrafen hat. Das wird halt am Ende der 35 Sekunden wird das ganz heißes Eisen. So, ich schätze mal. Da ist die Frage, wo Gerald von Riva jetzt verteidigt. Will innen verteidigen, aber Tio Thani kommt rechtzeitig vorbei. Ja, muss da ein bisschen räubern. Ich glaube, das hat eine Verwarnung gegeben. Aber Gerald von Riva lässt dann auch nicht mit sich reden. Versucht dann nochmal vorbeizugehen. Aber Tio Thani macht da rechtzeitig dicht. Und ich muss noch mal kurz dazu sagen, der ist auf Medium unterwegs. Also auf der. Auf der Geraden ist der eigentlich nicht so schnell. Wobei die Softreifen jetzt eben langsam abbauen. Ich bin übrigens gerade überrascht und gleichzeitig erfreut. Es ist Runde 5, wir haben noch keinen Safety Car gehabt. Ich bin schon fast erschüttert. So, jetzt sind wir im Cockpit von Lioxu. Den habe ich leider auch im Qualifying kaum zeigen können. Der versucht gerade hier den garstigen Zwerg zu überholen. Und der scheint ein bisschen Probleme mit seinem Auto zu haben. Bisschen quer gestanden, bisschen in den Dreck gekommen. Lioxu da mit dem besseren. Oder Leo. Ja. Mit dem besseren Exit. Kommt, glaube ich, auch hier mit mehr Tempo raus. Mal gucken, wie er die gerade Vorstand ins Ziel nimmt. Und Garstiger Zwerg übrigens keine DRS-Hilfe von vorne. Factory Dungeon System kann allen anmachen. Quatsch, das ERS. Die nächste 3 Sekunden Zeitstrafe in Runde 6. Also, das heißt, er cuttet diese Schikane vor Start und Ziel eigentlich permanent. So, hier ist jetzt auch nochmal DRS-Zone. Aber da muss man schon fast Dive-Bomben in die erste Kurve rein. Und er probiert's. Reicht nicht. Es reicht nicht. Oh, Miro wird durchgereicht. Was ist denn da los? Aber das ist jetzt auch gerade im Boxenstopp. Garstiger Zwerg fehlt da schon ein bisschen.
Oh, Elias jetzt auch die ersten 3 Sekunden. Es könnte am Ende sein, dass Gerald von Riva einfach gewinnt, wenn er straffrei bleibt. So, das ist... Es bringt einem halt nichts, eine schnelle Runde zu fahren, wenn man dabei ja, alle 3 Runden in dieser letzten Schikane immer die 3 Sekunden aufgebrummt bekommt. Vor allen Dingen, irgendwann kommt auch die Disqualifikation einfach mal. Oh. Ah. Ja, finde ich löblich von Lioxu. Wartet da wirklich. Will da keinen Unsafe. Will da keinen Unsafe Return. Ah, jetzt auf Platz 11. Der Flügel ist hin. Der muss erstmal die Box fahren. Ja, da wollte er früh aufs Gas steigen. Hat ihn wahrscheinlich noch ein bisschen eingelenkt. Auf jeden Fall die Traktion noch nicht ausgereicht. Um da direkt voll drauf zu latschen. Da muss jetzt erstmal der Flügel gewechselt werden. Also auch da ist das Rennen erstmal nicht komplett gegessen, aber auch nicht schön. Und der andere Alpha Tauri hat sich auch gedreht. Osco. Ja, das war allerdings Sektor 1. Ausfahrt Kurve 2. Hat er sich gedreht und da fehlt halt auch einiges. Ja, wer weniger Flügel fahren will, der sollte weniger Flügel einstellen. Aber ja, das planst du natürlich nicht, dein Auto so kaputt zu machen. Oh, Osco hat da richtig Probleme. Oh Mann. Und vor allen Dingen, das ist zu Anfang der Runde passiert. Das ist zu Anfang der Runde passiert. Das heißt, er muss noch eine komplette Runde mit dem Flügel fahren. Bei Lioxu, ja, ist trotzdem nicht schön. Aber das war gegen Ende der Runde. Der konnte direkt in die Box fahren. Gut, dann erstmal die Leute passieren lassen müssen. Oh, Nummer 14 sieht ja auch nicht gut aus. So, und da scheint sich Elias gedreht zu haben. Da hat man ihn gerade gesehen. Oh Mann, zurückgefallen. Auf die 5 Flügel fehlt die Endplate. Aber sieht ansonsten noch ganz okay aus. Ja, Team Fandi vorbei, Gerard von Riva vorbeigegangen, Level Light vorbeigegangen und der Lamster ebenso. Der heute echt ein gutes Trendpferd, hallo? Aber ihr wisst doch, was das letzte Mal passiert ist, wo ich in seine Vision gegangen bin. Hey, Lamster ist auf 4. Buff, er dreht sich. Warte, wir testen das. So, das ist das Cockpit von Lamster. Im McLaren. Starke Leistung bisher. Dass er das Tempo mitgehen kann, finde ich heftig. Ja, und der sitzt jetzt Level Light im Nacken. Und gleich nicht beim Nacken. Traut er sich? Ne, muss er nicht mal. Level Light geht nämlich in die Box von Lemster. Ne? 7 Runden alte Softreifen. Aber bleibt noch eine Runde draußen. Und ja, jetzt 10 Sekunden hinter Team und Honey. Mal schauen. Vielleicht wird da noch drauf spekuliert. Ja, Elias ist jetzt auch erstmal in der Box. Hat den Flügel tatsächlich direkt gewechselt. Es sind noch, ich bin gerade schlecht in Mathe. Ich bin immer schlecht in Mathe. Wir haben noch etwa 25 Runden. Das heißt, noch genügend Zeit, um das wieder rauszufahren, was er da verloren hat. Oh Mann. Ja, diesmal ist er der Pechvogel hier. Aber wir haben auch schon die unmöglichsten Siege gesehen. So, und die unmöglichsten Überholmanöver. Momentan schon die meisten Fahrer auch auf Mediums gewechselt. Ja, Lemster ist, glaube ich, der Einzige, der noch nicht in der Box war. Ne, Tibifani auch noch nicht. Moment mal. Aber Tibifani ist auf Mediums. So, Level Light wird jetzt wahrscheinlich hier an Meinix vorbeigehen. Ja, der hat nämlich DRS, hat den Flügel auf und also ohne Anstrengung fährt er dort vorbei. Schön gemacht. Ja, Lemster jetzt in der Box. Was für Reifen wird er gewechselt? Auf Soft. Okay, das heißt, er fährt Soft, Soft, Medium. Okay. Wird also in jedem Fall
noch einen Stopp machen müssen. Drei Stopp fährt man nicht, aber... Ja, mal schauen, wann Timo Funny. Der jetzt übrigens schon 21 Sekunden Vorsprung hat. Aber der muss halt auch noch pitten. Macht das jetzt? Nein, er bleibt draußen. 10 Runden auf Videos. Das ist halt auch noch nichts, ne? Runde 15 erwarte ich ihn eigentlich drin. Mal schauen, ob er bis dahin noch weiter Zeit rausfahren kann. So, hier gibt es auch noch ein kleines Duell. Das Duell um Platz Nummer 10. Dr. Galesco wird verfolgt vom Haas-Piloten Nono 8. Der wurde vor allen Dingen vom Pech verfolgt. Hatte sich nämlich hier an der Stelle dann schon gedreht. Ich hoffe, das passiert ihm nicht nochmal. Dr. Janesco sollte sich da allerdings kaum wehren können. Er hatte kein Energy Recovery System mehr. Da war nichts mehr drin. Und somit Nono 8 easy vorbeigefahren. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Man muss da taktisch mit hantieren. Wie nutze ich die Batterie? Das ist ja jetzt in der richtigen Formel 1 auch wieder ein größerer Faktor, wenn man die ganze Zeit im Qualifying-Modus quasi fahren kann. Du kannst halt innerhalb von einer Runde deine komplette Batterieleistung verbrennen. Und hier ist es halt eben nicht so. Trotzdem muss man da ein bisschen planen, wo brauche ich das DRS? Die meisten sparen die ganze Runde über an. Nutzen es also quasi gar nicht. Und dann auf der Geraden wird das alles rausgeballert, damit man in der DRS-Zone eben nicht überholt wird. Denn meistens klappt es dann für den Gegner nur daneben zu fahren, nicht vorbeizufahren. Und das ist eigentlich genau das, was man herstellen möchte als Setup. Ne, da kann der Gegner vielleicht Dive-Bomben, aber wenn man die gute Linie hat, kommt er halt trotzdem nicht vorbei. Lemster nach seinem Boxenstopp wieder auf der 5. Oh, garstiger Zwerg, DNF. Oh no. Oh nein. Was ist da passiert? Und anscheinend, Elias hat sich da auch noch mal ein bisschen was getan. Da ist gerade Nummer 14 vorbeigefahren. Und jetzt haben wir das erste virtuelle Safety Car. Ist Elias auch raus? Nein, der fährt wieder. So, wir gucken uns das Auto mal an, was da passiert. Sind es nur gedreht zu haben. So, wer war der andere Pechvogel? Tut mir leid, ich habe es gerade nicht gesehen. Aber virtuelle Safety Car ist auch schon wieder vorbei. Oh. Also Elias scheint da ein wildes Setup zu haben. Auch nicht zu gut, und das habe ich im Qualifying schon gesehen. Eigentlich hat er eine sehr ruhige Linie. Vielleicht ist heute das Setup bei ihm ein bisschen... bisschen erbarmungsloser. Soll gleich mal gucken, wer vielleicht reinfährt. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass Bing Extra Uhl in Klammern nur auf der 6 ist. Wird jetzt gerade von Elias verfolgt, der hat sich halt gedreht. Oh, hier schien es gerangelt gegeben zu haben. Gianni Nani ist vorbei an Lemster. Nein, Lemster wollte Gianni Nani überholen. Das hat nicht hingehauen. Nur 8 ist nochmal in der Box. Noch auf 11. Also Lemster fährt gerade richtig stabiles Rennen, Freunde. Kanada scheint ihm mehr zu liegen als Baku. Und hier... So, Innenlinie, kommt ein bisschen weit raus. Musste, glaube ich, die Gianni Nani wieder überholen lassen. Weil er mit allen Reifen auf Track gegangen wird. Also, ne... Das wäre auch ein Manöver gewesen. Da hätte man im Nachhinein gesagt, ey, hättest du mich eigentlich nicht überholen können. Deswegen ist es gut, dass er den Platz wieder hergegeben hat. Zu lange auf dem Gas gestanden. Er hätte die bessere Lane gehabt, aber hätte früher bremsen müssen. So, und da steht ein Renault. Nicht auf dem Flur. Aber da gab es zumindest gerade eine kurze Gelbphase. Ja, Autos aber heile. Das ist das Wichtige. So, wieder zurück ins Cockpit. Von Lemster. Neue schnellste Runde 1:11.583 von Elias. Also, der ist richtig schnell unterwegs. Gucken wir mal kurz parallel ein bisschen auf die Reifen.
gar nicht gewohnt, dass sie permanent Action ist. Im Normalfall denke ich mir immer so, ja, okay, jetzt hast du halt langsam auch schon die ersten 13 Safety Car Phasen. Aber wir hatten nur eine Phase mit einem virtuellen Safety Car. Und Lemster übrigens gerade auf neuen Softreifen unterwegs. Die sind 4 Runden alt, während Gianni auf ja schon 13 Runden alten Mediums unterwegs ist. Also der war ja auf Platz 10 gestartet ins Rennen. Ja, und Lemster traut sich nicht richtig. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Denn am Ende freut sich der Dritte, in diesem Fall der Sechste und vielleicht sogar der Siebte. Denn Being Extra Uhl hockt da auch noch dahinter. Und Lemster ist vorbei an Gianni. Nein, und Elias nutzt direkt die Chance. Drückt sich damit vorbei. Ja, komm mal her hier. Was für ein Rennen. Und jetzt, oh Gott, ist das bitter. Und Gianni, drei Leute überholen ihn in einer Runde. Och Mensch. Aber war eine saubere Aktion, war immer Platz. Da kann sich eigentlich keiner beschweren. Also hier im ja, vermeintlich im Mittelfeld geht es ordentlich ab. Elias möchte da natürlich raus, ne? Der möchte da nicht im Verkehr stecken bleiben. Der fährt auf Mediums und nimmt sich die Innenlinie. Zwingt damit seinen Gegner nach raus. Nächste Kurve geht aber nach links. Hoffentlich geht das da ohne Probleme ab. So, Dr. Janesco disqualifiziert, weil er die Durchfahrtsstrafe ignoriert hat. Ja, das ist jetzt natürlich sehr unpraktisch. Scheint aber auch wieder von der AI gesteuert zu sein. Och Mensch. Haben die das neu reingebaut als Disqualifikation? Also ich kenne es nicht so. So, Elias ist übrigens gerade schon vorbei am Lemster. Und Lemster jetzt auch gerade mit dem Dreher. Es ist wieder nach der Herpin passiert. Ja, lässt hier Niro auch passieren. Wie sieht das Auto aus? Das Auto ist heile, Freunde. Das Auto ist heile. Lemster kann weiter angreifen. Es ist manchmal so, wirklich sehr, sehr schwierig, die Softreifen unter Kontrolle zu halten. Weil die, wenn die anfangen abzubauen, wirklich deutlich krasser abbauen als die Mediums oder die harten Reifen. So wie Gianni, die sie gerade aufgezogen hat. Das wird wohl sein letzter Stop gewesen sein. Weil während andere Reifen, also die harten Reifen, merkst du, okay, die werden schlechter, kannst du nur noch 10 Runden fahren. Bei den Mediums sind dann 5. Bei den Softreifen weißt du, okay, diese Runde war schon schwammig. 2 Runden, spätestens danach musst du die weghauen, ne? Und dann hast du halt eine Gesamtlebensdauer von den Softreifen in Kanada bei 50% Rennen. Ja, da reden wir über 9 Runden. Vielleicht 10, wenn man es übertreibt. Ja, und ich schätze mal, da hat Lemster sich vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen verkalkuliert. Schade drum, schade drum. War der echt eine gute Platzierung. Ich freue mich für ihn, dass das Auto immer noch heile ist. Das heißt, er kann weiter angreifen. Gut, Niro ist 4 Sekunden vor ihm. Aber, Freunde, wir haben ja immer noch die Strafen. Und da müsst ihr jetzt mal ganz kurz ohne Racing Sound auskommen. Ich will nämlich tatsächlich mal in die Rennleitung reinschauen. Und da haben wir 5 Sekunden Strafe für BMX Raoul. 5 Sekunden Zeitstrafe für Dr. Janesco. Der ist aber auch schon raus. 3 Sekunden Team with Honey. 3 Sekunden Garstiger Zwerg. 3 Sekunden für Minex. Also, nochmal 3 Sekunden Dr. Janesco. So, aber eh raus. Team with Honey nochmal 3 Sekunden. Und das war nur die 6. Runde, ne? Lemster 3 Sekunden. Alter Schwede, hier rennen. Also, 3 Sekunden Strafe für alle. Liaoxu, Dr. Janesco. Okay, der ist auch raus. Garstiger Zwerg, ne? Ich sehe aktuell keine für Elias, ne? Der hat einmal 3er abgeräumt. Aber nicht so fürchterlich viele. Aber, okay, Minex ist auch hier. Also Leute, das mit den Strafen, das wird am Ende ein richtiges Tänzchen. Da habe ich halt auch absolut keinen Überblick. Da werden wir uns, da kann am Ende alles passieren. Antibe Fanny hat aktuell, ja, so fast 8 Sekunden Vorsprung vor ihm hier, vor Gerald mit, von Riva. Na, jetzt sind es 8 Sekunden. Sind übrigens auch Softreifen unterwegs. Da wird er aber auch nicht durchfahren, ne?
Nee, auf den Soft-Reifen kann er niemals durchfahren. Warte, fährt er Medium? Soft? Soft? Die sind jetzt aber schon 4 Runden alt. Ja, Taktik. Wir werden sehen, wie sich das am Ende ausspielt. Falls sich irgendjemand fragt, ob die Jungs hier wirklich gute Zeiten fahren, versuch doch mal, die Bestzeiten von denen zu knacken. Von mir aus im Zeitfahren mit Softreifen, wo ihr halt keine Probleme habt, eigentlich ein perfektes Auto zu fahren. Ein 1.11, 3.16. Das ist stark. Das fährt, glaube ich, die 90er KI im Qualifier. Nee, Quatsch. Wird, glaube ich, die 90er KI im Qualifying. In etwa. Und das ist jetzt eine In-Race-Runde. Das bedeutet, da müsst ihr euch nochmal vorstellen. Oh, Osprey wird hier überrundet, aber saubere Aktion. Da geht nochmal in die Box. Und der Wechsel auf Mediums. Wird eventuell sein letzter Stopp gewesen sein. 16 Runden kann man da durchaus mit durchdrücken. Warte, ist das sein Nein, das ist sein zweiter Stopp, ne? Aber haben die den Flügel gerade nochmal gewechselt? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich bin direkt fast ein Stück zu weit rausgekommen. Minex. Auf harten Reifen. Leichter Quersteher. Ja, Giannini ist halt auch auf den harten unterwegs. Er hat, glaube ich, sogar früher auf die gewechselt. Aber Minex wieder keinen vor sich. Bisschen undankbar die Situation hier. So, hier nochmal DRS nutzen. Man kann sich eigentlich das ERS ein bisschen aufsparen. Da wird Minex aufgrund der langen Geraden früher oder später so ein bisschen der Saft ausgehen. So, Elias ist tatsächlich sogar schon dran an Level Light. Ne, den hat es ja super weit zurückgeworfen. Und jetzt spielt er wieder vorne mit. Frage wäre jetzt... Na, 11 Runden alte Mediums. Der wird definitiv noch einen Stopp machen müssen. Da kommt er nicht drumherum. Um Level 1 kommt er drumherum. Hat ihn nämlich gerade überholt. Der fällt jetzt aber sowieso in die Box. Also es macht da nicht wirklich einen Unterschied. Damit wieder auf Platz 3. Er muss allerdings möglichst viel Zeit rausfahren. Wenn wir uns jetzt überlegen, Elias, ja, es war halt nicht schön, der Dreher. Ne? Wir haben ihn leider nicht komplett gesehen. Hier ist Raoul gerade auf 4. Sehr schön. Aber ich glaube, der muss auch noch mal rein. Elias braucht in etwa 30 Sekunden, damit er sich einen Boxenstopp umsonst gönnen kann. Damit würde er aktuell landen. Ja, wahrscheinlich zwischen Level Light und Minex. So, und wenn wir über Minex reden, dann müssen wir auch über Giannini reden. Mich die Verfolgung gestartet. Auch ich liebe diese Helikopteraufnahmen. It's so beautiful. Ah, die Kurve hat er nicht gut erwischt. Hat eine Menge Tempo verloren. Also den roten Innenkorb in der Kurve muss man definitiv mitnehmen, damit man gerade Richtung DRS-Zone schon beschleunigen kann. Und dann kann man da auch direkt frei raussemmeln, weil du nämlich dir die Kurve quasi sehr früh gerade machst. Kurz eine Gelbphase. Schien aber nichts passiert zu sein. Ich glaube, mein Exit hat da tatsächlich immer wieder einen guten Exit in den Kurven. Ich will jetzt hier die Innenlinie blockieren und ja, Giannini keine Chance, kommt er nicht mal daneben. Miro nochmal in der Box, der findet jetzt nochmal ordentlich Plätze. Lioxu knabber am Limster.
schauen, wie sieht es hier aus mit dem Reifenduell. Ganz, ganz frische Mediums bei Deoxo. Und ja, gar nicht so wild bei Dempster. Der hat 2 Runden alte Mediums. Sollte eigentlich nicht das große Ding sein. Geht hier innen rein. Hat jetzt aber auf dem Rasen überholt. Bin ich sicher, ob das konform ist. Eigentlich müsste er ihn wieder vorbeilassen. Und ich glaube, das hat er da auch gerade in dem Moment. Hat halt nach dem Überholmanöver direkt den Track verlassen. Und gibt dir den Platz wieder zurück. Das ist nett, das ist fair. Und so wollen wir das auch sehen. Ne? Klar, hier will jeder gewinnen. Aber wir wollen ja noch fair gewinnen. Ne? Ja, wir machen hier kein Cobra Kai, sondern Miyagi-Do. Und das war's mit dem Überholmanöver. Leoxu dreht sich hier. Ich glaube, das Auto ist aber soweit heil geblieben. Hat sich dann noch auf die Strecke zurücksetzen lassen. Und die nächste Uhr, der im Red Bull. Gerade noch mal in der Box gewesen, hat jetzt die Minions aufgezogen. So, warte mal, wie ist denn das jetzt eigentlich vorne, ja? Team with Honey, 16 Sekunden Vorsprung. Hier wird Elias wahrscheinlich schwierig einholen können. Aber Team with Honey muss noch einmal in die Box. Oh, wo wir gerade davon reden. Er fährt in die Box. Dann bleiben wir doch direkt mal dran und gucken, was da für Schlappen draufkommen. Er müsste noch, also er kann noch einmal Mediums fahren. Die müsste er dann für 13 Runden unter sich klemmen. Das würde funktionieren. Geht jetzt aber nochmal auf Mediums. Da wird der Flügel nochmal gewechselt. Was stimmt denn mit dem Flügel nicht? Die Einstellung verändert? Nee, aber dann wird doch nur kurz geschraubt. Also, Elias ist wieder vorbei. Wo kommt Team with Honey wieder raus? Gerard von Riva geht jetzt gerade über Start und Ziel. Und er wird sich wohl... Ja, wird sich wohl dahinter einreihen. Team with Honey hier nämlich schon weg. Jetzt 5 Sekunden hinter Elias. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Elias wird keinen Boxenstopp mehr machen in diesem Rennen. Genauso wenig wie Team with Honey. Also, jetzt hat er wieder 5 Sekunden Vorsprung. Team with Honey hat, glaube ich, 2 Strafen bis jetzt eingesackt. Für die Wall of Champions. Bei Elias bin ich mir unsicher. Ist ein bisschen den Track verloren. Also vorne wird es auf jeden Fall nochmal eng mit den Strafen. Niro, schnellste Runde. 1:11. 2:57. Und sein Teamkollege rast hier im Renault einiges hinterher. Beide auf harten Reifen. Immer noch auf 9, hat ein bisschen Luft nach hinten jetzt, dadurch, dass sich die Lok schon gedreht hat. Nono 8 ist da auch immer noch weit genug weg. Muss er sich nicht unbedingt den Kopf machen. Aber nach vorne ist auch sehr viel Platz Richtung Niro. Leichter Dreher hier, Nummer 14 langsam. Aber das scheint eine Überrundung zu sein, oder? Fährt er vielleicht ein bisschen zu langsam? Ach, dem Niro, Quatsch, dem Nummer 14 wünsche ich einfach mal ein gutes Rennen. Also ich persönlich habe zum Beispiel auch das Problem, dass ich mich bei längeren Rennen immer schlechter konzentrieren kann. Und hier gibt es halt keine Zurücksetzung. Achso, Meinex ist in die Box gefahren und somit ist Gianni Nani direkt noch einen weiteren Platz nach vorne gerutscht. Ohne da was zu machen. Muss der Bursche nochmal pitten? Muss er nicht. Nicht auf harten Reifen. Kann man durchaus durchsemmen. Zumal halt, je später man auf die harten Reifen wechselt, desto länger halten die, weil das Gewicht vom Sprit auch weg ist. Vielleicht nur ein kleiner Part, aber es macht schon einen Unterschied. So, nochmal ein Angriff von wegen extra Uhr. Hat die Innenlinie in Richtung Schikane und kann da vorbeiziehen. Also, muss der Renault nochmal neu angreifen. Neue schnellste Runde. With Honey M. Williams. So, und der hat aufgeholt. Der sieht ihn ja schon. Hier in Richtung Kurve 4. Der holt gut auf. Der holt richtig stark auf gerade. Ist doch beide auf Mediums unterwegs. Alter Schwede, geht das ab. Sektor, da ist noch mal jemand langsam. Ja, ich glaube, das ist Nummer 14.
Guck mal, was da passiert ist. Was wird da gemacht? Flügel wird auf jeden Fall gewechselt. Da fehlt die Endplate. Kann ich wieder vom Glück sagen, dass am Ende der Runde passiert ist. Ah, schön ist nicht. Ach Mensch. So, Tio und Fanny muss sich jetzt gleichzeitig um Überrundung von Nono 8 kümmern und darf dabei nicht zu viel Zeit verlieren, damit er an Ibias dranbleiben kann. So, da wird aber schön Platz gemacht, ein bisschen abgebremst, ein bisschen früher in Lift and Coast gehen. Und schon geht das. Aber Tio und Fanny jetzt im DRS-Fenster von Elias drin. Der Blue Flag Train. Gerhard von Riva übrigens auch nur 6 Sekunden da weg. Also wenn sich hier vorne einer dreht, dann freut der Fahrradpilot sich. Level Light auf der 4, schon eine etwas größere Kluft. Und der Team dann, ja sag mal, was? Der fährt ja, also jetzt mal wirklich. Ich hab grad schon gedacht, der tritt gleich einfach drauf und fliegt so vorbei. Also in hier steht das schon unter Druck. Dass er überhaupt noch mal wieder da vorne mitfährt, ne? Erinnert euch, der hat sich gedreht. Der ist vom ersten Platz und dann erstmal auf den achten durchgereicht worden. Hier, leichter Verbremser, Hinterrad, kommt natürlich nicht so gut raus. Die Hinterreifen sind heiß, hat also keinen guten Exit auf die lange Gerade raus. Und ja, er hat kein DRS und deswegen kommt hier Tio Fanny doch relativ einfach vorbei. Hier aber auch die nächste Detection Zone, das heißt, es könnte direkt ein Switchback geben. Sollte Elias dranbleiben können. Moment mal, Tio Fanny. Trotzdem DRS gekriegt. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, kann er sich absetzen? Ist jetzt schon eine Sekunde weg. Das heißt, er ist raus aus dem DRS-Fenster. Also, hier scheint das Setup ein bisschen zu entscheiden. Das sieht so aus, als würde Team Fanny sich da absetzen können. So, Niro fährt gegen seinen Teamkollegen. Auch da geht es natürlich im eigenen Rennstall auch ein bisschen darum, zu zeigen, wer der Bessere ist. Und der Teamkollege geht erstmal in die Box, geht damit die Position einfach ab. Und ich glaube, das wird ganz spannend, wer Fahrer des Tages wird, Freunde. Guckt euch mal die Platzierung an. Also da ist hier und da mal was verloren worden. Lemster jetzt wieder auf der 7. Durch die Geschichte in der Box. So. Ja, ich schätze mal, Elias wird das auf die Minute versuchen durchzufahren. Und nur um mich lügen zu strafen, fährt er just in diesem Moment in die Box. Und jetzt ist ganz klar, was kommt. Der wird jetzt Softreifen aufziehen, nochmal auf die schnellste Runde angreifen. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, lasst uns mal kurz schauen, wer hat hier aktuell schnellste Runde, wie sind die Zeiten so etwa? Ja, Tio Fanny, 1.11, 1.19. Zweitschnellste Zeit, ich muss gerade mal gucken, ist tatsächlich der Elias. Ja, Minex, drittschnellste, glaube ich. 114 macht hier Platz. Vielleicht nicht ganz schön, aber ist nichts passiert. Alles gut. So, und jetzt muss 10 Sekunden aufholen. Auf einen Tio with Honey, der auf Mediums fährt. Und der möchte wahrscheinlich damit durchfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, also dass Elias überhaupt noch auf dem dritten Platz ist, ne? Jetzt mal. Ohne Spaß. Das ist, glaube ich, das erste Rennen in der Saison, wo wir nicht eine Safety-Car-Phase haben. Das ist pures Racing. Schnellste Sektor 2 für Elias. Er muss tatsächlich, um Team Fanny zu schlagen, muss er zu viel aufholen. 16 Sekunden müsste er rausfahren. Ja, da können ihm vielleicht die Strafen noch ein bisschen unter die Arme greifen. So, Gerhard von Riva allein hatte 8 Sekunden. Aber ich glaube, der ist ein sehr, 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 sehr akribischer Fahrer. Der macht ganz selten Fehler, wo er wirklich mal geschreckt mit ganz um hinaus fährt. Tio Fanny fährt er gerne mehr am Limit, deswegen fährt er da auch manchmal drüber. Also mal schauen, das wird gegen Ende nochmal spannend. Also das kann am Ende das ganze Grid nochmal richtig durchrütteln. Ne? Es kann sein, dass ich sonst was ausrufe und am Ende kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Und dann ist Tio Fanny vielleicht doch nur auf der 4. Who knows? Ich will jetzt nicht zu lange in der Rennleitung rumdümpeln. Elias auch 3 Sekunden Zeitstrafe.
gut. So. Ja, Mynex versucht natürlich irgendwo einen gewissen Abstand zu wahren. Es sind noch 5 Runden. Jetzt. Ja, Quatsch, Gerard von Riva ist das hier. Ja. Nerven behalten. Das ist das Wichtige. Auch für ihn hier. Das sind wichtige Punkte für McLaren. Lamster auf der 7. Freut mich richtig. Marco war schon richtig gut dabei. Aber hier scheint es echt zu laufen. Ansonsten sehr auf DNF gegangen. Wir sind vom Pech verfolgt. Ich hoffe, es ist nicht übel. Aber heute fährt er wieder wirklich wie am Schnürchen. 1, 2 kleine Probleme. Okay, ich kriege Follows, während ich nicht online bin. Licking on. Dankeschön. Ja, für alle, die Bock haben, ne? 14 Uhr am Mittwoch machen wir wieder unser Game Mixer Stream und da beginne ich mit F1 2020 die ersten 3 Stunden. Also ruhig reinschauen. Mittwoch 14 Uhr auf twitch.tv/BelairStarCraft. Das ist mein Kanal, findet ihr auch unten in der Verlinkung. Aber kommen auch noch andere Spiele dran. Oh, Mynex. Mynex will Lamster. Er will ihn. Und da Lamster niemanden vor sich hat, bin ich mir fast sicher, dass er den auch kriegen wird. Ja, ERS ist noch ganz gut gefüllt. Aber hätte der McLaren eine Rückfahrkamera. Da würde nur eine Farbe auftauchen und die ist rot. So, ab hier zählt der Vorfall von Ferrari und das ist keine Überraschung, dass er da einfach vorbeigeht. Ja, jetzt bloß hier keine Strafe einhandeln. Und sauberes Überholmanöver. Nein! Die Endplate fehlt. Und die andere auch. Es sind nur noch 3 Runden. Lamster, Platz 11. Platz 10. Nono 8. 30 Sekunden dahinter. Kann er diese Zeit noch retten? Nono 8, jetzt noch 18 Sekunden, 17 Sekunden. Und der wird ranfrasen. Ich bin mir sicher, dass er jede Runde. Wobei, nee, es fehlt jetzt nur ein Endplate. Oh, aber das Baseplate sind weggeflogen. Das ist ja noch viel schlimmer. Oh Mann. Ja, der könnte dann nur 8 sogar noch ranfliegen. Aber eventuell kann er da das drohende Unglück noch abwehren und zumindest den 10. Platz retten. Wie gesagt, am Ende kommen nochmal die Strafen drauf. Auch Lamster. Also mein Traumwunsch wäre einfach ein sehr ausgeglichenes Fahrerfeld. Wir haben natürlich sehr gute Fahrer. Tea with Honey, Elias, Outlaw, der nicht mehr fährt, glaube ich. Beilagenbeate, Gerard von Riva, Mynex. Eigentlich kannst du gerade alle nennen. Aber wir haben so ein paar Leute, aus meiner Sicht Pechvögel. Weil die haben einfach eigentlich eine sehr, sehr gute Pace. Und dann geht es hin und wieder mal schief. Lamster geht tatsächlich nochmal in die Box. Und wird, glaube ich, jetzt nochmal Softreifen wechseln. Neuer Flügel. Let's go. Und damit vielleicht nochmal angreifen. Ich habe damit natürlich Nono 8 auf in jedem Fall vorbei. Hat Leoxu gerade überholt oder wollte er? Schauen wir uns das Duell mal eben reifentechnisch an. Leoxu, 12 Runden alte Mediums, Gianni auf neuen Softs. Also vermutlich war das ein Überholmanöver seitens Gianni. So, Elias übrigens so ziemlich dran an Mynex. Der sieht ihn schon. Kriegt noch kein DRS.
Der pumpt, glaube ich, auch seine ES die ganze Zeit raus. Ja, das ist auf 9%. Tirant von Riva hatte noch ein bisschen mehr über. Aber es wird schwierig, den Ferrari noch zu catchen. Er geht jetzt auf die letzte Runde. Die letzte Runde in Kanada. Noch einmal Kurve 1. Team with Honey unfassbar weit vorne. Aktuell, glaube ich, auch Halter der schnellsten Runde. Kann mich da irren. Nein, schnellste Runde hat aktuell Elias. Er würde also nochmal den extra Punkt kriegen. Und eine 1-10-4. Uff, das ist schwierig, das zu schlagen. Ja, und Gerard von Riva. Ja, ist zwar noch ein Stück weg, aber nicht mega weit. Boah, ja, man darf das aber nicht übertreiben. Er darf das wirklich nicht übertreiben. Aber da wird er zittern müssen. Das letzte Mal über die Gerade. Aber er hat genug ERS. Er kann das jetzt auch alles komplett rausfeuern. Aber Gerald von Riva muss sich hier einem Racing Point Piloten mit mehr oder minder frischen Softreifen erwehren. Aber das ERS ist leer. Ausgelutscht. ERS ist offen. Aber er kommt nicht daneben. Gerald von Riva auch hier auf der Inlane. Versucht hier zu verteidigen und da kommt er einfach nicht ran. Team Bunny derweil schon durch. Ist erst auf dem ersten Platz. Gerard von Riva auf der 2. Und Elias macht den dritten Platz dicht. Und damit haben wir unser Podium auch schon. Nevelight auf der 4. Etwa 20 Sekunden dahinter. Kommt jetzt gerade ins Ziel. Macht den vierten Platz. Für Team Haas. Wird allerdings sehr, sehr langsam. Oh, der hat keinen Sprit mehr. Der hat keinen Sprit mehr. Da ist Raoul gerade noch vorbeigezogen. Oh Gott. Der Sprit war leer. Komplett leer gefahren, die Kiste. Deswegen fuhr der so langsam in der letzten Runde. Oh Gott. Vielleicht letzte Runde auf Fett durchgedrückt und dann tatsächlich zu schnell den Sprit verhauen. Level Light nur auf den fünften Platz. Niro auf der 6. Minex auf der 7. Yani Nani geht gerade auch das letzte Mal in die World of Champions. Lyoksu ist tatsächlich DNF gegangen. Der hat sich gerade nochmal gedreht. Nein, Lyoksu! Letzte Runde! Letzte Runde dreht er sich. Schlägt rechts in die Bande ein. Und geht DNF. Fahrer des Tages, Being Ex Raoul. Da müssen wir gleich mal auf die Statistik gucken. Ach man, was für ein Rennen. Team Funny auf der 1. Elias trotz Dreas und dem Zurückschießen ins Steinzeitalter. Trotzdem noch auf die 3 gefahren. Starke Leistung. Und Gerard von Riva. Wichtige Punkte für die Ferrari-Risti geholt. Auf den 2. Platz. Also, echt starke Leistung, Leute. Also. Hör mal. Kann man schon mal das Bier abstellen, ne? Und ein bisschen klatschen. So, die Zeitstrafen, Freunde, ey. Habe ihn gescrollt trotzdem auf. Achso, nee, warte. 6 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden. Bing ist Raoul. Keine Strafe. Genauso wie Gianni Nani. Ach, was für ein Finish. Also, Bing ist Raoul auf der 4. Also, aber als Fahrer des Tages. Auf der 8 gestartet. Auf der 8 gestartet und auf 4 angekommen. Das ist stark. Na, am Ende natürlich schade, dass ihm da der Sprit ausging. Da hat ihn. Nee, Quatsch. Level Light ging der Sprit aus. Deswegen ist er noch an ihm vorbeigekommen. Aber ich glaube, mit der 3-Sekunden-Strafe. Warte mal. Nee, das hätte ihm nicht gereicht. Oh, das. Oh Mann. Also im Finish dann auch sowas. Es ist verrückt. Das war unser Rennen. Jetzt geht's in die Konferenz. So Leute, ich mache mal eben kurz das Spiel aus, denn das Rennen ist gegessen. Wir gehen jetzt in die Konferenz. Dort unterhalten wir uns mit dem Podium und vor allen Dingen mit dem Fahrer des Tages. Schön, dass ihr da bist, dran geblieben seid. Falls euch das Rennen gefallen hat, ne? Daumen, Kommentar und auf Twitch abonnieren. Das ist viel wichtiger. So. Mal kurz die Leute mit dazu holen.
Das dauert aber einen kleinen Moment. So. Hallo. Hallo. Ich bin so aufgeregt, ich bin das erste Mal hier. Oh mein Gott. Du musst leider bis zum Ende warten, also du kannst dich noch ein bisschen entspannen. Moin, Ja. moin. Moin. So. Wir fangen an. Erstmal mit einem herzlichen Glückwunsch für das Podium und die Fahrer des Tages, weil wenn ihr hier seid, habt ihr auf jeden Fall was richtig gemacht. Danke, dass ihr euch noch Zeit nehmt und das erste Wort gebührt jetzt natürlich unserem Gewinner. Heute nicht vom Pech verfolgt und nicht von Internetproblemen. Team with Honey. Das war kein Internetproblem, meine Grafikkarte ist nur abgestürzt zweimal. Ach du Scheiße. Ja, und die ist jetzt in Garantie. Ich habe Okay. schon eine andere noch bekommen, ja. Ja, erzähl mal, wie fandst du das Rennen? Also, den Start, der war äußerst knapp mit Mainix. Mainix wäre auch noch beinahe vorbeigekommen. Und ansonsten, der Start mit Medium war relativ okay. Ich konnte mir, glaube ich, in der ersten und zweiten Runde direkt schon was Niro schnappen. Aber hinter Mario habe ich ein bisschen gehakt, weil er halt relativ, eigentlich nicht relativ, weil er schnell auf den Geraden war. Da kam ich nicht vorbei. Also im Mittelsektor, wo es Kurven gab, da bin ich vorbeigekommen, aber geraden war es sehr knapp. Aber am Schluss habe ich, oder im Mittel, in der Mitte vom Rennen habe ich noch einen Frontflügelschaden geholt. Konnte aber weiterfahren, der gleich ein bisschen langsamer. Aber ich konnte noch einen Vorsprung aufbauen auf Mario. Aber dann, als ich in die Box gekommen bin, Frontflügel wechseln und dann war Mario nochmal richtig knapp dran. Und ich habe gedacht, scheiße, ich habe 6 Sekunden. Und Mario zu dem Zeitpunkt noch, glaube ich, noch keine. Und er war ganz knapp hinter mir. Und aber ich habe es doch noch geschafft. Generell war, glaube ich, heute so ein bisschen Strafenfeuerwerk, kennt man ja eigentlich nicht, aber ich glaube, diese letzte Schikane ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wie bist du denn mit der Wall of Ja. Champions klargekommen? Ja, da habe ich mir den Frontflügel Damage geholt. Bestimmt Ja, ganz, na, ganz danach. sachte eingetickt und dann die Endplate verloren, Ja, ne? perfekt. Heck verloren und dann in die Front. Da wollte ich korrigieren, bin dann mit der Front eingeschlagen. Aber konnte noch weiterfahren bis zu meinem regulären Boxenstopp. Und ja. Natürlich immer Für das Fiese an der Wall of Champions, die ist am Ende der Runde, wenn du dir da einen Schaden holst, musst du einmal komplett rumtingeln. Yep. Wenn man einen roten Frontflügel hätte, dann wäre das Bitter. sehr bitter. Und es Ja. gab einige Fahrer, die das gemacht haben. Du bist da mit einem eher leichten Schaden davongekommen und wie ich das gesehen habe, ist deine Reifenstrategie auch aufgegangen. Hattest du jetzt generell ein sehr aggressives Setup? Also so habe ich es bei Elias, glaube ich, ein bisschen gesehen, ja, zwischendurch einen sehr unruhigen Fahrstil. Also am Anfang auf meinem Medium, da habe ich schon nach 10 Runden, 9 Runden richtig gestruggelt, weil die waren einfach platt. Die waren platt. Und Was keine machst du Ahnung. denn damit? Die waren, als wäre ich auf Eis gefahren. Aber dann konnte ich es noch durchziehen bis zum Boxenstopp und ja. Bisschen unglücklich für Elias mit seinem Dreher. Wäre vielleicht ein nices Battle geworden. Aber war sehr unglücklich. Ja, kommen wir doch Kann zu jedem Elias. passieren. Es war halt leider nur ein Battle gegen die Uhr am Ende. Aber ich muss trotzdem sagen, ich glaube, du warst zwischendurch auf dem achten Platz. Immer noch auf dem dritten. Sauber. Aber Mario ist ja unser zweiter. Und Gerald von Riva, mein Lieber, endlich mal wieder ein paar Punkte für Ferrari, wa? Wie war's? Ganz angenehm. Was Okay, heißt mal wieder? Interview finished, ne? Du lässt den Kimi raus, ist vollkommen okay. Was heißt mal wieder Punkte gesammelt jetzt die Ach letzten stimmt, ja, du warst dreimal ja. jetzt? Ja, das habe ich verwirrt, weil du beim letzten Mal im Mercedes gesessen hast, stimmt. Ja, genau. Ja, aber Baku und Monaco. Das und jetzt heute auch wieder. Wobei Also, man natürlich sagen muss, du machst dich. die zwei, Elias und Niklas, fahren doch noch in einer ganz anderen Liga. Aber jetzt mal angenommen, Elias hätte seinen Dreher nicht gehabt, wärst du ja jetzt rein hypothetisch Dritter geworden. Dann wärst du ja auch hier. Ja, genau, dritter Jahr. Und auch jetzt, man hat ja gemerkt, Elias hat nochmal alles gegeben und er wollte mich, glaube ich, unbedingt noch bekommen. Und auch wenn ich wusste, dass Elias 9 Sekunden Zeitstrafe hatte, wollte ich ihm diesen Triumph jetzt nicht gönnen. Alles rausgehauen in der letzten Runde, was nur geht. Und was Niklas bereits gesagt hat, mein Setup war mehr auf Topspeed ausgelegt, weil man hatte eigentlich hier auf dieser Strecke
Ja, Genau, eine Chance zu zwei, überholen. drei, ja, so gerade auf dieser DRS-Gerade ist eigentlich die einzige gute Möglichkeit. Und deswegen habe ich mein Setup extra deswegen ein bisschen mehr auf Topspeed ausgelegt. Ich glaube, in den schnellen Und Kurven erinnert mich ein bisschen an Melbourne immer Kanada, finde ich. Das ist so, du hast unfassbar schnelle Kurven, die du gut treffen musst, damit du mit viel Speed auf die Gerade rauskommst. Und ich finde, bei den anderen Stellen, also zum Beispiel in der ersten DRS-Zone zum Beispiel, kannst du eigentlich nur überholen, wenn dein Vorausfahrer einen Fehler macht und vielleicht die eine Kurve zu weit nimmt und den Curb innen nicht trifft oder so. Ansonsten, wo sollst du es machen? Genau. Du kommst nirgendwo daneben. Ja, vor allem, wenn man relativ gut verteidigt, bekommt man dann diese kurvigen Passagen auch noch gut rum. Und auf der DRS-Gerade hat man sich ja dann, kann man sich dann gut durch die Topspeed verteidigen. Und Du hattest am Ende sogar noch DRS über, ne? Wo Elias quasi hinter dir war. Da war die ja. Batterie komplett leer. Also, Ach so. der hätte im Grunde genommen, hätte der nochmal in der letzten Box, das letzte Mal, wo der Box gefahren ist, nochmal so ein Pack Duracell mitnehmen müssen oder so, damit er noch was hat. Ja, ich glaube, ich habe es ganz gut managen können, mein ERS. Ich hatte jetzt, glaube ich, auf die letzte Runde noch 40% knapp gehabt. Also das ging eigentlich. Aber es war eigentlich nur der Start war jetzt spannend gewesen, dass ich direkt an Nils vorbeigekommen bin. Und ansonsten war es extrem konzentriertes Rennen, gucken, dass man sich nirgendwo was beschädigt, keine Strafe einfängt. Einmal habe ich ja leider dann doch eine Strafe bekommen, aber ich habe es versucht, so gering wie möglich zu halten. Wollt ihr den Fun Fact hören? Sag's? Das ist das erste Rennen, in dem es nur eine VSC, keine richtige Safety Car Phase gab. Das hat mich auch gewundert. Echt? Ja. Also Nee, allein, in Bahrain hatten wir, glaube ich, keine. bist du sicher? Ich glaube ja. Ich guck nachher ins Video. Ich sehe dann Safety Car. Aber Kanada ist halt sehr prädestiniert dafür, gerade an der World of Champion Also die World hängen of zu Champions, bleiben. das ist so eine Kurve, die könnte auch in Baku existieren, finde ich. Was mir letzte Saison passiert ist, dass ich auf dieser ersten DRS-Gerade bin ich links an der Mauer hänge geblieben. Nein, also zu weit nach links Ja, rübergekommen. genau. Und die Wand steht dann auf einmal so ein bisschen weiter vor. Und weil mir ja doch sehr weit links anfahren möchte, diese Kurve. Das ist das Problem, wenn du dich plötzlich das Differential irgendwie holt und zu früh aufs Gas gestiegen bist, glaube ich. Ja, also einmal war ich extrem knapp. Da dachte ich so, das war dann doch zu viel des Guten, aber es ging noch. Weil, Ich naja. hab meistens Probleme in der Schikane, die direkt danach kommt. Weil ich versuche, die immer unter der Überführung anzubremsen und bin dann meist trotzdem noch so ein Ticken zu schnell und treffe den orangenen Curb nicht so ganz. Und an der Stelle habe ich auch sehr viele versucht, die Überholmanöver zu sehen. Und manche haben es auch geschafft, haben dann den Platz aber direkt zurückgegeben, weil die komplett mit allem off-track waren. Also da muss ich heute den Fahrern wirklich nochmal Respekt aussprechen, weil da wurde sich wirklich auch drum gekümmert. Scheiß, war kein richtiges Überholmanöver. Fahr vorbei, Junge, ich mach das gleich nochmal. Das war sehr gut. Mario, hast du noch was? Also Eigentlich nicht. Sorgen, Nöte, Anträge, dieses Geld abzulehnen. Eigentlich nicht. Nee, alles. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Rennen gewesen. Okay, dann genießt den Rest der Konferenz und wir springen rüber zum Racing Point, zum Racing Elias, der heute einmal Spinella gewählt hat. Wahrscheinlich nicht freiwillig. Was macht das mit dir, Elias? Hast du die letzten beiden Rennen gewonnen? Was war heute los? Ja, also ich meine immerhin Pole Position und schnellste Runde, das ist ja etwas, aber ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich bin halt aufs Gas nach der Kurve. Ich weiß nicht, ob du es im Stream drauf hast. Weiß es gerade auch nicht mehr genau. Aber war halt am Exit von Kurve 4. Ich gehe halt aufs Gas, mein Auto verabschiedet sich komplett. Das Also ist diese Downhill-Linkskurve, ne? Ah, ja. okay. Aber ich war da schon eigentlich schon an dem Teil, wo es Downhill geht, war ich eigentlich schon vorbei. Und dann gehe ich halt aufs Gas. Und Bist du dann in die Wand direkt eingeschlagen oder was war da los? Ich glaube, ich ja, hatte mich nicht auf also dem Stream. mein Auto ist halt einfach nach links, hat sich weggedreht, habe natürlich Bremse direkt gedrückt, da war nichts mehr geholfen. Bin halt einfach nur auch in die Wand geschlittert.
dann ist Also, das bist du vielleicht unheimlich. links mit dem Reifen zu weit auf den Körb gekommen, dass er irgendwie im Rasen Ja, war? also ich Vielleicht habe hat er keine Ahnung. deswegen von rechts nach links quasi überdreht, weil er Rechtstraktion hatte. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ja, dann ist es natürlich auch ganz schwer, da wieder sicher auf die Strecke zurückzufahren. Ja, wobei ich war ja auf der Strecke, aber dass man halt keinen mehr mitreißt. Hat, denke ich, ganz gut geklappt. Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt, was da, also das hatten ein, zwei heute das Problem, auch nach der Hairpin vorletzte Gerade, also bevor es zu Start und Ziel geht, haben sich einige rausgedreht und dann schön brav gewartet. Aber ja, du bist ja nochmal ganz gut zurückgekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also Du dann hast kein Safety Car natürlich. so richtig gab, hat dir wahrscheinlich ein bisschen das Value Ja, genommen am Ende noch. also ich habe ehrlich gesagt gedacht, als ich mich da halt weggedreht habe, da ich habe jetzt nicht gedacht, dass es vorbei ist, dass ich jetzt gar keine Chancen mehr habe. Ich dachte, ja gut, Safety Car kann noch kommen, kann auch alles passieren. Ich meine, Baku sah es auch scheiße aus und dann habe ich noch gewonnen. Aber ja, hat halt heute nicht das Glück, ist ja auch ist egal, Ja, also. hast halt einfach nicht bezahlt für Safety Car, mein Gott. Ja, dafür habe ich halt, dafür habe ich halt letzte Woche gegenüber Tibi Fani ganz gut gepunktet und ja, das ist halt Es so, bleibt auf dann jeden Fall spannend mit euch beiden. ja, denke ich auch. Aber bevor du dich dann, also wo es dann wirklich in den Fight reinging, also ich kann mich daran erinnern, ihr wart, glaube ich, beide mit relativ frischen Mediums unterwegs und ich weiß gar nicht, er war dann, glaube ich, hinter dir. Und hat dich dann ziemlich easy überholt. So kam es zumindest mir vor. Also da waren meine Medium schon komplett am Ende. Da hatte ich hinten 60% drauf und er war auf frischen. Okay, da waren die Anzeige einfach falsch im Spiel. ja, das war das Problem. Und dann bin ich halt nochmal in die Box und Ja, bist dann nochmal auf Softs gegangen, ne? Also. genau. Weil ich glaube, die hätten auch nicht gehalten bis zum Ende. Ja, gerade auf der langen Geraden verlierst halt so viel Zeit, ne? Bis halt auf alten Mediums, bis halt 20 km/h langsamer. Das ist so unfassbar, wenn die wirklich runter sind. Aber gut, wenigstens trifft man dann die Schikane halbwegs. Ich glaube, du hast das Ja. ganz ordentlich hinbekommen mit dem Vermeiden von Strafen. Ich glaube, wie viel hast du? Ja, 3 Sekunden ich hast du, hatte glaube neun ich. Sekunden. 9 Sekunden, okay. Sekunden. Ja, das war auch eine Sache, die echt schlecht war, die mit den Strafen. Also. Aber das haben halt viele gehabt, ne? Das ist so. Ich finde diese letzte Schikane unfassbar schwer anzubremsen. Ja. Naja, aber sonst, ja, läuft, denke ich, bis jetzt ganz gut die Saison. Punkte Aber wieder Top 3. ja. Also, ich glaube, da Es gibt hätte andere Leute. wirklich schlimmer kommen können. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder auf dem Podium bin. Also, ja. War auf jeden Fall ein interessantes Rennen, auch dadurch. Nur schade, dass du da wieder der warst, der dafür ein bisschen beißen musste. Naja, ich meine, es war ja meine Schuld. Es war ja jetzt Ja. kein Fächer oder so, aber Danke, naja. dass du die Formel-1-Rennen spannend machst. So, apropos spannend, gehen wir weiter zu unserem Fahrer des Tages. BingX Raoul, auf die 4 gefahren, weil bei Level Light der Sprit leer war. Deswegen war er so langsam auf dem letzten Teil. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Also nach meinem Boxenstopp Runde 22 hatte ich einen Abstand. Nee, ich hatte zuerst der Dude und Maynex vor mir. Durch den Reifenvorteil, weil die auf Hard waren und ich war auf Mediums, habe ich die in einer Runde bekommen. Und dann war es wirklich Push für mich, weil Mike war 10 Minuten, mein Gott, 10 Sekunden vor mir. Und da wir im Call waren, wusste ich, er hat 6 Sekunden Zeitstrafe, später sogar 9. Und ich habe mir gedacht, das war in Runde 31, und ich habe mir gedacht, schaffst du es in 4 Runden jetzt 4 Sekunden aufzuholen? Und Klingt erstmal machbar, ne? Dann war ich full mute im Discord, einfach nur noch gepusht, 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 und am Also Ende waren es. Bitte? du bist einfach komplett in Beast Mode verschwunden. Genauso in etwa. Und am Ende waren es sogar noch 9 Sekunden, also dann hätte ich gar nicht mehr pushen sollen, aber das wusste ich dann nicht mehr. Okay. Und so bin ich dann. Er hat ja doch Low Fuel Mode gehabt, das war ja auch noch was anderes. Aber selbst ohne Low Fuel hätte ich es glücklicherweise geschafft. Ja, ich glaube, weil er auch zu viele Strafen hatte. Aber ich habe mich halt auch so ein bisschen gewundert, hey, warum ist der jetzt so langsam letzte Schikane? Der ist nur 160 gefahren oder sowas. Und plötzlich Ja. Rabatz.
Und da wurde mir klar, was da passiert ist. Er hatte keinen Sprit und fand ich interessant, weil in dem Moment weiß ich immer nicht, was los ist, weil ich halt keine Anzeige kriege. Das ist auch ein bisschen schade, dass ich als Kommentator immer nicht weiß, ob irgendwie Regen angesagt ist oder sowas. Das ist immer ein bisschen Mobbelkotze. Seid ihr ja zum Glück heute verschont geworden. Ich glaube, die letzte Schikane im Regen anbremsen ist noch ein bisschen fieser. Ja. Ey, aber auf Platz 4 bist ja leider heute ohne deinen Teamkameraden unterwegs gewesen. Also noch wichtiger, dass du da Punkte eingefahren hast. Ja. Not bad. Gutes Rennen. Ja, das mit den Strafen sieht jetzt, ich habe ja gerade den Screenshot offen, sehr, sehr, also in meinem Screenshot haben jetzt 3 Fahrer inklusive mir keine Strafen, sonst ist ja voll mit Strafen. Genau. Das sieht krass aus. Ist ja. Ist halt auch schwierig, ne? Das sieht ein bisschen aus wie ein Race in der Online-Lobby, ne? Alle kriegen... genau. Beim Start direkt 3 Crashes oder so. Mir tut's um Lems da wieder ein bisschen leid. Den habe ich heute wieder ein bisschen verfolgt. Der war zwischendurch auf 4, dann hat er sich gedreht, dann war er um 7, dann war er auf 9 und dann nochmal gedreht. Und ach, dem wünsche ich einfach nur mal ein tolles Rennen. Ja. Weil der kann fahren. Ja, starke Pace heute gezeigt, muss ich ehrlich sagen. Ersten 5 Runden bin ich dem hinterhergefahren und ich denke mir so, was passiert hier gerade? Wer fährt da vorne? Ja. Vielleicht auch ein gutes Setup auf Kanada. Ich glaube, Kanada war auch die erste Strecke, die mir richtig gut gefallen hat. Die habe ich gesuchtet ohne Ende. Bin ich ein Wochenende, bin ich dann, glaube ich, 200 Runden gefahren. Die ganze Zeit nur Zeit fahren, weil Kopf ausfahren. Wo ich das Lenkrad neu hatte. Danke für eure Kommentare, Jungs. Falls ihr noch irgendwas habt oder so, noch irgendwas zu adden, dann gerne jetzt. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle schon mal im Namen aller YouTube-Zuschauer für eure Zeit. Danke. Ich habe nichts mehr. Okay. Ja, schade drum. Möchte auch jemand Mutti grüßen, frage ich dann immer in dem Moment, aber. Aber diese. Wir können dir ja für das nächste Rennen Insider-Informationen zuspielen, dass du auch ein bisschen weißt, welche Wetterverhältnisse herrschen dann im Rennen. Und das wäre nice. Das können wir ja eigentlich schon machen. Was vielleicht noch ganz interessant wäre, wenn ihr so absolut krasse, also so einen Clip habt, wo ihr sagt, das müsste eigentlich nochmal irgendwo on-stream gezeigt werden. Wenn ihr mir die Clips in der PM auf Discord schickt, dann kann ich die im nächsten Video quasi nehmen und das letzte Rennen nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und dann vielleicht auch sagen, hey, das hier, da gab es eine Penalty für oder sowas, damit die Zuschauer das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass im Hintergrund auch noch was passiert. Also nur, wenn das vielleicht geht. Ne, da ja, ich gut, du könntest dir ja theoretisch die ganzen Videos, die bei der Race Control eingehen, die könntest du dir ja theoretisch nehmen. Muss ich mal gucken. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können dir einfach oder den Link einfach schicken und dann kannst du dich mal so ein bisschen durchgucken. Ja. Weil die meisten schicken ja dann immer ein kleiner Clip, was weiß ich, 10, 15 Sekunden, manchmal vielleicht auch ein bisschen länger, die dann ihrer Meinung nach ein Vergehen zeigen und dann... Ach, das muss ja auch nichts Schlimmes sein, also auch wenn ich Überholmanöver oder sowas verpasst habe, wo ihr sagt, boah, das war geil. So 3 Kurven oder 4 Kurven, also, Rad an Rad hier. Also es gab dieses Pulk mit Being X Raoul, ich glaube, die hat da sind 3 Leute in einer Runde an Niro vorbeigefahren. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das sah ganz unglücklich aus. Aber er hat Schaden bekommen. Ja, aber ich hatte, aber die Flügel vorne war heile. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich habe On-Track Endplate gesehen und dann ist er auch langsamer geworden. Also okay, anscheinend gehe ich davon aus. Okay, anscheinend habe ich das dann übersehen oder Anzeigefehler. Kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich persönlich habe Spaß gehabt bei dem Rennen. Wenn ihr auch ein bisschen Spaß hattet, gehe ich jetzt einfach mal von aus, freue ich mich auf die nächste Woche. Frankreich? Oder was kommt jetzt? Jetzt kommt Frankreich, ja. Oh, dann muss ich das Boot anziehen, Freunde. Ich dachte jetzt eigentlich, jetzt würde kommen hier, abonnieren, die Glocke nicht vergessen und einen Daumen nach oben. Weißt du, das ist schön, dass du das sagst, dann brauche ich das nicht machen. Ah ja, klar, auf jeden so, Fall. So, hier, Gerald von Riva Marketing, ne? Macht's, Leute, ansonsten kommt der Witcher vorbei, ja, und der überfährt euch erstmal eiskalt mit dem Ferrari. So, und da gibt's auch kein Wiederauferstehen oder so. Ja. Also ich like's immer. Danke, danke.
Ein bisschen Support machen. Aber wir können das hier gerne nochmal ansprechen auch. Ich gebe mir auch gerne Mühe. Leute, ich will euch gar nicht länger den Sonntagabend versauen. Ich will auch gleich noch streamen. Falls ihr Bock habt zuzuschauen, 14 Uhr am Mittwoch mache ich wieder meinen Game Mixer Stream und diesmal spielen wir F1 2020 zum Start. Werde ich mich mal wieder reinstürzen, selber ein bisschen zu daddeln. Vielleicht hat ja jemand Bock. Das geht vor allen Dingen meine Zuschauer raus. Danke euch und habt einen tollen Sonntag. Danke, dir ja, auch. Schön feiern. Ja, okay. Danke. Hau rein. Tschüss. Ciao. So, das waren sie. Podium. Also nochmal eine Zusammenfassung. Ne? Ja, Elias leider nur auf der 3 gelandet. Trotzdem starke Leistung, wieder reingekommen. Gerald von Riva auf der 2 im Ferrari. Und Tea with Honey. Die letzten paar Rennen, ja, vielleicht ein bisschen vom Unglück gebeutelt. Ja, die musste er denn die Siege Elias lassen. Heute ist er wieder auf dem ersten Platz gelandet. Musste nur die schnellste Runde an Elias abgeben. Der hat sich dann den extra Punkt geschnappt. Und BNX Raoul als Fahrer des Tages. Freunde, ich habe Bock bei dem Rennen gehabt. Falls ihr auch Spaß hattet, ne? Der Mann hat es gerade schon gesagt. Also, seid eine gute Nudel. Und hey, zeigt das Video vielleicht auch euren Freunden. Guckt euch die alten Videos an. Ne? Mittlerweile gibt es halt echt viele Rennen da zu sehen. Und wenn ihr Bock auf Formel 1 habt, Freunde, und euch ne, die normale Formel 1 vielleicht nicht genug hergibt, weil Hamilton einfach alles zu klump fährt, ja, dann guckt doch einfach den GSR Racecast. Ich freue mich drüber und wir sehen uns nächste Woche. Dann geht es nämlich nach Frankreich. Dann sitzt hier Bel Air das Brot. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dann.